Bei den meisten chronischen Krankheiten, unter denen die Menschen heute in der Welt leiden, liegt der Ausgangspunkt im Magen. Unreinheiten sammeln sich im Laufe der Zeit an und du wirst schwerfällig, sowohl im Körper als auch im Kopf. Es bestimmt die Art und Weise, wie du denkst, fühlst, verstehst und das Leben erfährst. Ich bin wirklich neugierig, was du vom Fasten hältst oder vom Fasten über längere Zeiträume hinweg. Siehst du, sie ist sofort zum Essen übergegangen. Okay, Fasten, nicht Essen, gut. Es ist das Gegenteil von Essen. Es ist eine Auszeit vom Essen und den Vorteilen, wenn man glaubt, dass es Vorteile hat. Und wenn wir uns einen Neustart erlauben und unsere Beziehung zum Essen neu verhandeln. Schau, das ist in Los Angeles passiert. Ein Herzchirurg war ziemlich fasziniert von seinem Ford Mustang. Das war sein Auto. Und er war ziemlich begeistert davon und eines Tages fing es an, ein bisschen zu husten. Daher brachte er es zum örtlichen Mechaniker und sagte, irgendein Problem, bitte repariere es. Er sagte, ja, Doktor, komm morgen früh und dann ist er fertig. Am nächsten Morgen vor der Arbeit ging der Doktor dorthin, aber er war nicht fertig. Und so sagte er, okay, komm am Abend, dann ist er fertig. Er kam am Abend, er war noch nicht fertig. Er sagte, was ist los? Du sagtest morgens, ich bin gekommen, du sagtest abends, ich bin gekommen, was ist das Problem? Und der Mechaniker war in solcher Stimmung, dass er sagte, schau, du bist ein Herzchirurg. Du reparierst auch Motoren, ich repariere auch Motoren. Wie kommt es, dass du 10-mal mehr Geld bekommst als ich? Der Arzt schaute ihn an und sagte, versuch mal, den Motor zu reparieren, wenn er läuft. Lass es mich sehen. Das menschliche Leben und der menschliche Körper müssen also repariert werden, während sie laufen. Sonst ist es sinnlos, nicht wahr? Du kannst es nach dem Tod machen. Was soll das bringen? Wir müssen diesen Körper reparieren, wenn er läuft. Wenn du diesen Körper reparieren willst, wenn er läuft, musst du verstehen, denn wir sprechen über etwas, das mit dem Verdauungsprozess zu tun hat. Das sind die Stadien davon. Nahrungsaufnahme, etwas hineingeben. Verdauung, Assimilation, Ausscheidung. Das sind die vier Dimensionen der Nahrung und des gesamten Prozesses. Aufnahme, Verdauung, Assimilation, Ausscheidung. Aufnahme geschieht in der heutigen Welt zu jeder Zeit, egal wo sie sich befinden, sitzen, stehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Menschen essen einfach, weil es so viel zu essen gibt. So etwas hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben, aber leider, zum Glück gibt es eine Menge zu essen. Leider wissen die Menschen nicht, wann sie essen und wann sie nicht essen sollten. So wie es Zeitzyklen gibt, seht, wir kennen die Zeit nur durch Zyklen. Wenn der Planet sich dreht, einmal so, eine Umdrehung, dann sagen wir, es ist ein Tag. Sonst wüsste man es nicht. Wenn der Mond sich herumdreht, sagen wir einen Monat. Wenn wir die Sonne umrunden, sagen wir ein Jahr. Unsere Vorstellung von Zeit besteht also im Wesentlichen aus Zyklen. Unsere Geburt und unser Tod sind auch eine Frage von Zyklen. Nur weil die Körper unserer Mütter mit den Zyklen des Mondes synchronisiert waren, werden wir überhaupt geboren, andernfalls würden wir nicht geboren. Unsere gesamte physische Existenz ist also zyklisch. Der gesamte spirituelle Prozess, wir könnten darauf eingehen, wenn ihr wollt, ist im Grunde bedeutsam, weil er nicht zyklisch ist. Denn zyklisch bedeutet, dass du dich im Kreis drehst. Wenn ich sage, dass du dich im Kreis drehst, was bedeutet das dann? Du bist in einer Schleife. Du kommst nirgendwo hin. Normalerweise, wenn ich euch in der Wüste lasse, wo hier gibt es einige Berge, wenn es keine Besonderheiten gibt, es gibt nur Sand, dann bewegen sich die Menschen letztlich im Kreis. Das bedeutet, dass du nirgendwo hinkommst. Das bedeutet, du bist verloren. In dem Moment also, in dem du dich vollständig mit deinem Körper und deiner psychologischen Struktur identifizierst, wirst du anfangen, dich in Zyklen zu bewegen. In Indien ist es, in der yogischen Kultur ist das sehr, sehr klar. Dies wird Samsara genannt. Das bedeutet zyklisches Leben. Das zyklische Leben mag also ein gutes Karussell sein. Wenn man es gut arrangiert, ist es ein gutes Karussell, aber man kommt nirgendwo hin. Kinder können sich auf einem Karussell vergnügen. Wenn alle Erwachsenen im Karussell sitzen und sich im Kreis drehen und dabei denken, sie wären auf einer Reise, oh, sehr tragisch, nicht wahr? Das ist, was passiert. Der Körper ist also ein Zyklus.
Diese Zyklen sind eng mit den planetarischen Zyklen verbunden, mit dem Mondzyklus, mit dem Sonnenzyklus, mit allem. Mondzyklen, Sonnenzyklen und die Erdzyklen sind sehr wichtig für den Körper. Wenn jemand die nötige Bewusstheit hat, kann er beobachten, an welchem Tag sein Körper keine Nahrung braucht. Jedes andere Lebewesen weiß das. Leider haben die Menschen das vergessen, weil ihr Denkprozess oder ihr dummer Verstand jeden anderen Sinn, den sie in ihrem System haben, überlagert hat. Wenn du dein System beobachtest, wirst du sehen, dass du an einem bestimmten Tag keine Lust zu essen hast. An diesem Tag solltest du nicht essen. Aber nein, du bist bei deinem Freund zu Hause, es gibt eine Party, du stopfst dich voll, auch wenn dein Körper Nein sagt, du stopfst dich voll. Seht euch alle Tiere an, selbst wenn du einen Hund zu Hause hast. An einem bestimmten Tag weigert er sich zu fressen. Sowohl Hunde als auch Katzen, habt ihr das bemerkt? Er wird gehen und ein paar Grashalme fressen, wenn welche da sind, und sich übergeben und sich reinigen. Denn er ist sich bewusst, dass die Einnahme ständig stattfindet, aber die Verdauung und Ausscheidung nicht so effizient sind wie die Einnahme. Die Einnahme erfolgt zwanghaft, aber andere Teile müssen arbeiten, andere Dimensionen des Verdauungsprozesses müssen arbeiten. Wenn wir von Verdauung sprechen, dann findet die Verdauung im gesamten Verdauungskanal statt, nicht nur im Magen. Und auch die Assimilation erfolgt über den gesamten Verdauungskanal. Nun, die Ausscheidung erfolgt nicht nur über den Verdauungskanal. Die Ausscheidung muss auch auf zellulärer Ebene erfolgen. Unreinheiten sammeln sich im Laufe der Zeit an und du wirst schwerfällig, sowohl im Körper als auch im Kopf. Wenn du dich nicht selbst reinigst, wird sich das mit der Zeit anhäufen. Wir nennen das Karma, denn wenn es sich anhäuft, bestimmt es die Art und Weise, wie wir denken, fühlen, verstehen und das Leben erfahren. Die Menschen sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber sie werden denken, so bin ich, das ist meine Natur. Das ist nicht deine Natur, das ist die Art und Weise, wie du dich verkorkst hast. Okay? Bei diesem Reinigungsprozess ist es also wichtig, eine Pause bei der Einnahme einzulegen. Da andere Systeme weitgehend unfreiwillig ablaufen, kann man sie zwar stimulieren, aber sie verlaufen nicht freiwillig, sie funktionieren einfach. Die Einnahme ist ein freiwilliger Prozess, aber leider ist sie für die meisten Menschen zwanghaft geworden. Es sollte ein freiwilliger Prozess sein, das heißt, ich esse, wann ich essen will. Wenn ich mich entscheide, etwas zu essen, dann esse ich auch etwas. Meine Hand entscheidet nicht, wann ich esse. Wenn es irgendetwas gibt, irgendetwas... Du weißt, die Menschen machen das die ganze Zeit. Ich kenne das, ja. Ich glaube, wenn wir einen Haufen guter Pralinen vor dir liegen lassen, wird deine Hand essen, nicht du. Die Einnahme sollte also ein bewusster Prozess sein. Um dieses Bewusstsein hervorzubringen, gibt es viele Methoden. Eine davon ist Fasten. Einfach auf Nahrung und Wasser zu verzichten, könnte dem System Schaden zufügen. Du musst es mit den notwendigen Übungen unterstützen. Wenn du die notwendigen Übungen anwendest, wird der Bedarf nach Nahrung sinken. Unsere Energie kommt nicht nur aus der Nahrung, die wir essen, dem Sonnenlicht, der Luft, dem Wasser. Tatsächlich, wenn du in den yogischen Wissenschaften sagen wir, wenn du dein System wirklich in Ordnung hältst, sollten 60-70% deiner Energie aus diesen drei Faktoren kommen. Sonnenlicht, Luft, Wasser. Weitere 40% sollten aus der Nahrung kommen, die du isst. So wird sich auf natürliche Weise die Nahrung, die Menge, das Volumen der Nahrung, die du isst, verkleinern. Ich muss euch etwas über mich erzählen. Als ich jung war, war ich ein großer Esser. Ich bin nie dick geworden, weil meine Aktivität immens war. Aber was ich heute esse, ist tatsächlich ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel von dem, was ich damals gegessen habe. Von meinem 19. Lebensjahr bis heute habe ich immer noch das gleiche Gewicht. Das gleiche Gewicht, das ich mit 19 hatte. Die einzige Sache ist, dass zu dieser Zeit das ganze Gewicht auf meinen Schultern saß. Und durch die Schwerkraft, die ständig auf mich wirkt, wurde es ein wenig nach unten gezogen. Aber ich habe mich aufrecht gehalten. Das Fasten als Prozess muss also mit dem nötigen Verständnis durchgeführt werden. Wenn die Menschen diese Bewusstheit nicht haben, in Indien haben wir den 11. Tag des Mondzyklus festgelegt, an dem man fasten muss. Wenn du nicht fasten kannst, nimmst du etwas sehr Leichtes, es heißt Palaha. Das heißt, du machst eine Obstdiät, denn Obst ist ein Lebensmittel, das zu über 90% aus Wasser besteht. Und du musst Wasser essen, nicht Wasser trinken, das ist die yogische Wissenschaft. Soweit wie möglich isst du Wasser. Du bist dir immer des Wassergehalts der Lebensmittel bewusst, die du isst.
Wenn man zum Beispiel eine südindische Mahlzeit isst, ich spreche von einer gekochten Mahlzeit, dann besteht sie leicht zu 60-70% aus Wasser. Bei einigen Lebensmitteln ist es sogar viel mehr. Aber heute esst ihr hier Lebensmittel, ihr esst Brot, das wahrscheinlich vor einem Monat gebacken wurde, mindestens, nicht wahr? Selbst in sogenannten Biomärkten ist es mindestens einen Monat oder mindestens eine Woche alt. Niemand geht los und holt frisches Brot, und überhaupt, so wie das Brot gebacken wird, ist kein Wasser drin, sehr, sehr wenig Wasser. Also kompensiert ihr das natürlich mit einem Eimer Coca-Cola oder so etwas, nicht wahr? Ich sagte ein Eimer. Ein Eimer, das ist eine gute Menge Coca-Cola. Es ist so groß. Aber so funktioniert es nicht. Wenn man zum Essen Flüssigkeit trinkt, werden die Säuren, die für den Verdauungsprozess notwendig sind, verdünnt und der gesamte Verdauungsprozess wird ineffizient. Denn wenn Lebensmittel eingenommen werden, die Wasser enthalten, helfen sie. Aber wenn du irgendeine Flüssigkeit draufgibst, wirst du sehen, dass die Nahrung zu lange im Magen bleibt. In der yogischen Kultur und im yogischen Leben sind wir immer sehr darauf bedacht, dass die Nahrung nicht länger als maximal 2,5 Stunden im Magen bleibt. In 2,5 Stunden. Es ist egal, was ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe, es muss in andere Teile wandern. Wenn es dort verbleibt, macht es dich stumpf. Es lässt dich deinen Wahrnehmungssinn verlieren. Das Level der Wahrnehmung, die Schärfe der Wahrnehmung geht verloren. Was du bemerkst, wenn du Speisen ohne Cola oder Kaffee oder Tee oder sonst was isst, du fühlst dich abgestumpft, es zieht dich runter. Viele Menschen haben eine Kultur hierzu entwickelt. Nach dem Mittagessen müssen sie schlafen. Es ist so, als ob du zur Tankstelle gehst und dann den Motor nicht starten kannst, weil ein Gas im Tank ist. Also das ist es, was es bedeutet. Um daher sicherzustellen, dass das Verdauungssystem in vollem Gange ist, denn für die meisten der chronischen Krankheiten, unter denen die Menschen heute in der Welt leiden, liegt der Ausgangspunkt im Magen. Ja. Bei vielen Menschen verlagert sich das Problem in den Kopf, aber der Ausgangspunkt liegt größtenteils im Magen, was sie essen und wie sie essen. Wenn sie auf diese Weise essen, ist es eine einfache Sache, um Disziplin zu erlangen, vielleicht an ein oder zwei Tagen im Monat viel leichtere Speisen zu essen, die sehr einfach und leicht für den Körper sind. Wenn du nur mit Wasser oder nur mit etwas Zitrone und Wasser oder Wasser mit leichtem Honigzusatz auskommst, wird das helfen. Aber wenn das für dich nicht möglich ist, vielleicht eine Frucht oder etwas anderes, was das System sehr, sehr schont. Die Idee ist, dem Verdauungs- und Assimilationsprozess eine Pause zu gönnen, damit der Rest des Körpers beginnt, auf der zellulären Ebene auszuscheiden. Er muss alle Verunreinigungen loswerden.